Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Reihenschaltung. Das Wesentliche an der Reihenschaltung ist, dass die Bauelemente hintereinander, also in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass der erste Widerstand mit einer Kontaktstelle an die Spannungsquelle angeschlossen ist. Der zweite Kontakt des ersten Widerstandes wird nun direkt mit dem zweiten Widerstand verbunden. Dessen zweiter Kontakt wird nun mit dem ersten des dritten Widerstandes verbunden und so weiter, bis schließlich wieder der Anschluss an die Spannungsquelle erfolgt. Keines der Bauelemente hat an beiden Stellen eine direkte Verbindung zur Spannungsquelle. Ich werde in diesem Video ein Beispiel aufzeigen für eine Reihenschaltung, werde die Formeln für die Reihenschaltung herleiten, einige Merksätze aufstellen und schließlich das Beispiel, das ich hier oben angegeben habe, einmal durchrechnen. Bevor ich das Beispiel zeige, möchte ich aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Bauelement, der Widerstand, stellvertretend steht für einen elektrischen Verbraucher, einen beliebigen elektrischen Verbraucher, aber er kann auch für Gegenstände und Objekte stehen, die in einem Stromkreis eingebettet sind, ohne dass das ursprünglich vorgesehen war, so wie es gleich in meinem Beispiel zu sehen sein wird. In meinem Beispiel steht mir nun eine Spannungsquelle mit 230 Volt zur Verfügung, wie es in der Hausinstallation üblich ist. Diese 230 Volt können nun zum Beispiel an einer Steckdose liegen und hier in diesem Fall fasst ein Mensch genau diesen Außenleiter an. Der Mensch wiederum hat eine Verbindung zur Erde und über das Erdreich könnte nun der Stromkreis geschlossen werden, zu dem sogenannten Betriebserder, der sich an der Transformatorstation befindet, die mein Haus versorgt. Ich habe hier also einen Stromkreis, Spannungsquelle, ein Mensch, in Reihe geschaltet mit dem Widerstand des Standortes, das Erdreich, das nahezu keinen Widerstand hat, beziehungsweise der Widerstand des Erdreiches wird schließlich durch diesen Standortwiderstand berücksichtigt und den Widerstand des sogenannten Betriebserders, der sich an der Transformatorstation befindet. Diese drei Objekte befinden sich also in Reihe geschaltet an dieser Spannungsquelle. Dafür lässt sich nun folgendes Ersatzschaltbild aufzeigen. Der Mensch wird hier einfach als Widerstand betrachtet. Der Widerstand zum Erdreich hin wird ebenfalls als Widerstandsbauelement dargestellt und auch der Widerstand des sogenannten Betriebserders wird einfach durch dieses Bauelement abgebildet. Ich habe diese Widerstände hier bezeichnet als RM für R-Mensch, RS für den Widerstand des Standortes und RB für den Widerstand des sogenannten Betriebserders. Am Ende dieses Videos werde ich die Berührungsspannung bestimmen, die der Mensch in einem bestimmten Fall überbrückt. Die sollte maximal 50 Volt betragen. Da es viele Varianten von Reihenschaltung gibt, leitet man natürlich die einzelnen Formeln für die Reihenschaltung nicht anhand eines bestimmten Beispiels her, sondern ganz allgemein mit den Widerständen R1 und R2 oder aber, wie ich es hier mache, sogar mit drei Widerständen, die ich in Reihe schalte, R1, R2 und R3. Um das Ganze zu begreifen, geht man nun her und ordnet jedem der Bauelemente eine Spannung zu. R1 ist also die Spannung U1 zugeordnet und es ist dem Bauelement R1, dem Widerstand R1, auch ein Strom I1 zugeordnet, der durch diesen Widerstand fließt. Entsprechend für R2 und R3. Und nun wird die gesamte Schaltung auch noch an eine Spannungsquelle gelegt. Das ist die Spannung U gesamt. Und daraufhin wird ein Gesamtstrom, den ich einfach mit I bezeichne, in diese Schaltung hineinfließen. Zuerst befasse ich mich nun mit den Stromstärken, die in diesem Bild angegeben sind, also I1, I2 und I3 sowie dem Gesamtstrom. Dazu muss ich wissen, was mit einem Strom gemeint ist. Die Stromstärke ist definiert als die Ladungsmenge, die an einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Zeit vorüberfließt. Da ein Elektron eine bestimmte Ladungsmenge trägt, mache ich das nun an der Anzahl der Elektronen fest, die innerhalb von einer Sekunde fließen müssen, damit ich
auf eine Stromstärke von 1 Ampere komme. Das ist diese wahnsinnig hohe Anzahl von 6,24 mal 10 hoch 18 Elektronen pro Sekunde. Schreibe ich diese große Zahl nicht in Potenzschreibweise auf, so ergibt sich eine Zahl 624 mit 16 folgenden Nullen. Das ist also eine extrem hohe Anzahl von Elektronen, die ich brauche, um die Ladungsmenge von 1 Coulomb pro Sekunde hier durchzutransportieren. Das entspricht genau 1 Ampere. Das Wesentliche für mich daran ist aber nun, dass ja die einzelnen Bauelemente in der Reihenschaltung hintereinander geschaltet sind. Das heißt, die Anzahl der Elektronen pro Sekunde, die ich hier feststelle, beziehungsweise die Ladungsmenge pro Sekunde, die hier fließt, muss die gleiche sein wie an dieser Stelle und auch an dieser Stelle. Wäre das nicht der Fall, so müsste es ja eine Möglichkeit geben, für die Elektronen hier irgendwo abzufließen. Das heißt, ich müsste ja einen Abzweig einzeichnen. Das würde aber bedeuten, dass ich es nicht mehr mit der Reihenschaltung zu tun habe. Und somit ergibt sich quasi zwangsläufig, dass die Stromstärke an allen Stellen in der Reihenschaltung den gleichen Wert haben muss. Und damit ergibt sich auch die bekannte Formel I ist gleich I1 ist gleich I2 ist gleich I3. Jedes einzelne elektrische Bauelement lässt den elektrischen Strom mehr oder weniger gut fließen. Das heißt, das eine Bauelement wird, wenn ich eine Spannung von 1 Volt anlege, einen Stromfluss von 2 Ampere zulassen, während ein anderes Bauelement sogar einen Stromfluss von 3 Ampere zulässt. Das heißt, dieser Wert R, der Widerstand, ist ein Maß dafür, wie gut der Strom durch ein Bauelement fließen kann. Die physikalischen Effekte, die sich innerhalb des Bauelements abspielen, werden dabei nicht berücksichtigt. Das können durchaus sehr viele verschiedene physikalische Effekte sein, die ich hier aber gar nicht näher betrachte, sondern es wird einfach ein Maß dafür festgelegt, wie gut der Strom hier hindurchfließen kann. Ich habe an dieser Stelle also ein Bauelement, das bei 1 Volt 2 Ampere fließen lässt, ein weiteres, das bei 1 Volt 3 Ampere fließen lässt. Schalte ich nun diese beiden Bauelemente hintereinander, also in Reihe, und lege von außen nun eine Spannung von 1 Volt an, so werde ich feststellen, dass der Stromfluss erheblich reduziert wird. Er wird geringer sein als zuvor bei 1 Volt an diesem Bauelement, er wird aber auch geringer sein als der Stromfluss bei 1 Volt an diesem Bauelement. Der Strom wird also in Summe kleiner sein als für ein einzelnes Bauelement. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Widerstandswerte dieser beiden Bauelemente sich hierbei addieren. Es sind quasi mehr Hindernisse zu überwinden für die einzelnen Ladungsträger. Und genau diese Überlegung führt nun zu der wichtigen Formel R-Gesamt für die Reihenschaltung ist gleich R1 plus R2 plus R3. Nach außen wird sich diese Schaltung bestehend aus 3 Widerständen so verhalten wie ein einzelner Widerstand, der den Gesamtbetrag RG hat. Betrachte ich nun ein einzelnes Widerstandsbauelement mit der Spannung, dem Widerstand und dem Strom, so gilt für dieses Bauelement das Ohmsche Gesetz. Der Widerstand ist gleich der Spannung geteilt durch den Strom. Stelle ich nun diese Gleichung um auf die Spannung, so stelle ich fest, dass die Spannung gleich dem Strom mal dem Widerstandswert ist. Genau diese Beziehung werde ich an dieser Stelle in der Reihenschaltung nun benutzen. Die Gesamtspannung ergibt sich somit aus dem Strom, der hier fließt. Der ist ja an allen Stellen gleich. Deswegen schreibe ich nicht I1, I2 oder I3 auf, sondern einfach nur I. Um nun auf die Gesamtspannung zu kommen, muss ich I mit RG multiplizieren. Der Gesamtwiderstand wiederum setzt sich nun aber aus diesen 3 Widerstandswerten zusammen. Ich kann also RG durch R1 plus R2 plus R3 ersetzen. Dabei wird ja nun der Strom mit R1 multipliziert, das sehen wir hier. Der Strom wird auch mit R2 multipliziert und schließlich auch mit R3.
Das heißt, ich kann hier ausklammern, sodass hier steht i mal r1 plus i mal r2 plus i mal r3. I mal r1 ist aber nun wiederum die Spannung u1 entsprechend u2 und entsprechend u3. Das bedeutet aber wiederum nun, dass sich die Gesamtspannung auf diese drei einzelnen Widerstände aufteilt, sprich U-Gesamt ist gleich U1 plus U2 plus U3, wodurch ich nun diese dritte wichtige Beziehung innerhalb der Reihenschaltung hergeleitet habe. Diese hier gezeigten Gleichungen sind die drei wichtigsten Gleichungen für die Reihenschaltung. Die sollte man sich unbedingt merken. Es gibt aber auch noch eine vierte Gleichung, die sehr nützlich ist, die ich nun herleiten werde. Die Stromstärke durch den Widerstand R1 ergibt sich ja nun dadurch, dass ich die Spannung an R1 durch den Widerstandswert R1 teile. Somit komme ich auf I1. Entsprechend komme ich auch auf I2, U2 durch R2 und auch auf I3, U3 durch R3. Da diese drei Ströme aber nun gleich groß sind, kann ich diese drei Brüche einfach nebeneinander schreiben, denn die Werte müssen ja gleich sein. Und ich kann das Ganze auch wiederum gleichsetzen mit der Gesamtspannung und dem Gesamtwiderstand. Ich greife hier einmal exemplarisch diese beiden aus dieser Gesamtgleichung heraus und ich sehe nun hier, dass sich die Spannung am Widerstand R1 zur Spannung am Widerstand R2 so verhalten muss wie der Widerstandswert R1 zum Widerstandswert R2. Betrachte ich nun diese beiden Werte, so stelle ich nun fest, falls dieser Wert größer ist, also die Spannung U2 größer ist als die Spannung U1, so muss auch der Widerstand R2 größer sein als der Widerstandswert R1. Sonst wäre das ja ein anderes Zahlenverhältnis als dieses. Und somit kann ich nun auch feststellen, dass am größeren Widerstand dieser sei größer als der, die größere Spannung abfallen muss. Und damit komme ich hier zu dem ersten Merksatz, den ich hier aufstellen möchte. Der besteht aus zwei Teilen, nämlich die an eine Reihenschaltung angelegte Spannung teilt sich auf die Widerstände auf. Außerdem gilt eben, dass am größten Widerstand die größte Spannung liegt, beziehungsweise andersherum ausgedrückt, am kleinsten Widerstand liegt die kleinste Spannung. Der zweite Merksatz, den ich hier nennen möchte, ist ganz einfach. Er entspricht im Grunde der Formel aus den Widerständen, nämlich der Gesamtwiderstand ist die Summe der einzelnen Teilwiderstände. Der dritte Merksatz verdient nun tatsächlich etwas mehr Aufmerksamkeit, denn hier kommt es oftmals zu Irritationen. Der Strom ist an allen Stellen in dieser Schaltung gleich groß. Diese Aussage ist tatsächlich richtig. Nicht richtig ist jedoch die Aussage, dass der Strom in der Reihenschaltung gleich groß bleibt. Das wird häufig verwechselt. Sobald ich die Gesamtspannung ändere, wird sich natürlich auch der Gesamtstrom in dieser Schaltung ändern. Lasse ich die Gesamtspannung unverändert, verändert sich aber nur einer dieser Widerstandswerte, so wird sich der Gesamtstrom ändern und es werden sich auch die Spannungsverhältnisse innerhalb dieser Schaltung verändern. Ich kann also nicht davon sprechen, dass der Strom in einer Reihenschaltung grundsätzlich gleich groß bleibt. Es ist allerdings so, dass ich an jeder Stelle die gleiche Stromstärke messe. Ich komme nun auf das am Anfang des Videos erwähnte Beispiel zurück. Wir sehen hier den Stromkreis, bestehend aus einem Menschen, dem Standortwiderstand und dem Widerstand des Betriebserders. Das entsprechende Ersatzschaltbild hier mit den Widerstandswerten und der Berührungsspannung, die der Mensch überbrückt. Der Widerstand eines Menschen wird in der Fachliteratur mit Werten von 600 bis 3000 Ohm angegeben. Da man den Wert also nicht so genau kennt, rechnet man in entsprechenden Fallbeispielen mit einem Wert von 1000 Ohm für einen Menschen auf der Strecke von einer Hand bis zu den Füßen. Der Widerstand des Standortes kann nun sehr stark schwanken. Befinde ich mich auf einer dicken isolierenden Matte, wie sie zum Beispiel an Werkbänken häufig ausgelegt ist, so ist der Widerstand unendlich hoch. Das bedeutet letztlich, dass hier über diese Strecke überhaupt kein Strom fließen kann und das würde nun wiederum bedeuten, dass der Mensch tatsächlich nicht gefährdet ist.
Andererseits kann der Standortwiderstand aber nahezu auch 0 Ohm betragen. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mensch hier im Wasser steht. Das bedeutet am Ende auch, dass der Strom nur auf einen geringen Widerstand trifft und der Mensch unmittelbar gefährdet wäre. In der Beispielrechnung, die ich nun durchführen werde, habe ich mittlere Werte angenommen. Das heißt, ich rechne hier tatsächlich mit 1000 Ohm für den Menschen. Ich gehe davon aus, dass der Standortwiderstand 998 Ohm beträgt und der Betriebserder soll einen Widerstand von 2 Ohm haben. Das sind nun also die Werte, mit denen ich diese Berechnung durchführe. Um am Ende auf die Berührungsspannung zu kommen, werde ich zunächst den Gesamtwiderstand ausrechnen. Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Teilwiderstände, also 1000 Ohm plus 998 plus 2 Ohm macht 2000 Ohm. Der Gesamtstrom, der nun durch diese Schaltung fließt und der an allen Stellen gleich groß ist, kann nun dadurch berechnet werden, dass sich die Gesamtspannung von 230 Volt durch den Gesamtwiderstand von 2000 Ohm teile. Das macht in diesem Fall 0,115 Ampere oder 115 Milliampere. Damit kann ich schon eine erste Einschätzung abgeben, denn diese 115 Milliampere fließen nun ja auch durch den Menschen, der durch RM hier präsentiert wird. Und dieser Wert ist absolut lebensgefährlich. Das heißt, die Situation, die ich hier annehme, ist sehr kritisch zu beurteilen. Die einzelnen Spannungen an den Widerständen kann ich nun leicht ermitteln, denn die Spannung ist gleich dem Widerstandswert mal dem Strom. Den Strom kenne ich ja nun, der ist überall gleich und die Widerstandswerte waren von Anfang an gegeben. Die Spannung am Menschen beträgt somit 0,115 Ampere mal 1000 Ohm, also 115 Volt. Und damit wird die maximal zulässige Berührungsspannung von 50 Volt bei weitem überschritten. Das spiegelt sich ja auch schon in dem wider, was ich eben gesagt habe, denn dieser Strom ist absolut gefährlich. Die Spannung am Standort kann ich nun ebenfalls entsprechend berechnen. Hier komme ich auf 114,77 Volt. Die Spannung am Betriebserder beträgt nur 0,23 Volt. Die soll auch klein sein, weil man grundsätzlich einen kleinen Widerstandswert für einen Betriebserder anstrebt. Entscheidend in diesem ganzen Szenario, um auf das Beispiel zurückzukommen, ist der Standortwiderstand. Wäre der sehr groß, zum Beispiel mehrere Megaohm, also mehrere Millionen Ohm, so würde ich ja hier eine große Zahl einsetzen. Der Gesamtwiderstand wäre sehr groß, somit wäre auch der Gesamtstrom sehr klein, denn dann würde hier ein großer Wert stehen. Und somit würde die meiste Spannung an dieser Stelle abfallen und es würde nur eine kleine Spannung am Menschen abfallen und somit wäre die Situation unkritisch. Ja, soweit meine Überlegungen zur Reinschaltung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.